Oh, hier ist ordentlich was los. Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge, ganz ungeplant. Und ich war mir auch nicht so ganz sicher, was so anliegt. Und ich werde mal so wieder intuitiv meinen Energien folgen und einfach mal gucken, was ich euch so zeigen und erzählen kann. Denn es gibt jede Menge zu zeigen und jede Menge zu erzählen. Also was hier an Fortschritten kommt, was hier an Überraschungen kommt. Es gibt übrigens Tiere, die in meinen Garten gefunden haben. Da darf ich immer mehr beobachten und auch ein ganz, ganz, ganz besonderes Tier hat in meinen Garten gefunden. Das habe ich mir wirklich von Herzen gewünscht, dass ich irgendwann dieses eine Tier in meinem Garten begrüßen darf. Und ja, diese Woche war das soweit, da durfte ich ein Tier entdecken. Ja, aber dazu später mehr. Das Geschichtchen bleibt auf jeden Fall spannend. Ein richtiger Nützling und ein Tier, was ihr euch für eure Gärten definitiv auch wünscht. Da bin ich mir sicher. So, und da das heute ein bisschen anders ist als sonst, da ich ehrlich gesagt eine sehr strapaziöse Woche hatte und ehrlich so Dinge machen könnte, werde ich mal verpeilterweise euch schnappen und hier echt rumlaufen. Hier zieht sich das Grün zu, da hat sich was getan, hinter euch hat sich was getan, da vorne jede Menge Pflanzen in die Beete gewandert. Es gibt noch Beete, die ich vorhabe zu machen, aber unterm Strich bin ich ganz gut dabei und ganz zufrieden. Ich muss sagen, bei uns war ja nur Regen, ich weiß nicht, wie es in Restdeutschland aussieht. Sehr kalt und jetzt warten endlich warme Tage auf uns. Morgen geht's los, richtig schönes Wetter, viel Sonne und dann kraxelt das bei uns mal auch über 20 Grad. Bei uns im Norden nicht immer so ganz selbstverständlich mit den Sommertemperaturen. Also ich habe gebastelt, gewerkelt, Beete aussehen, Pflanzen rein. Und um euch nicht noch weiter zu verbrummkreiseln, nee, das tue ich glaube ich gerade bei mir selber, schnappe ich mir euch jetzt und dann fange ich hinter euch an. Ja, und hier vorne hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich muss ja erstmal den Schwung rausnehmen. Bin noch ein bisschen euphorisch und super glücklich, gerade hier zu sein. Vor allen Dingen, als ich hier ankam und anfing so, oh krass, da schon wieder was, da schon wieder was. Ich kann ja meine Augen nicht abwenden, so viel gibt es zu entdecken. Und in dem Abteil ist auf jeden Fall was passiert, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Dennoch, die Pflänzchen sind sehr klein, somit noch nicht wirklich zeigenswert. Da werde ich jetzt nicht näher rangehen. Aber hier sind einmal 6 Tomatenpflänzchen reingekommen. Also so nah könnt ihr das schon sehen. Aber ein paar Pflänzchen sind so, so klein, dass das sich erst mit der nächsten Zeit zeigen wird. Da ist eine Pflanze, die ich von Herbert gekriegt habe. Heißt deswegen auch Schwarze von Herbert oder Schwarze Herbert. Da hatte ich eine rote, die ist weg. Da, ganz lüt und klein. Die wurde weggefuttert, ich glaub's ja nicht. Naja, das ist auch manchmal echt verwundernd, was für Pflanzen verschwinden. Also ich habe auf jeden Fall schon entdeckt, dass ein paar stibitzt wurden. Aber ich teile mein Essen ja sehr gerne mit den Tieren, wer auch immer das haben möchte. Und habe ja genug, was ich irgendwie auch wieder in den Platz reinkriege. Bei dem ganzen Geschichtchen ist auch die Wolle aus dem letzten Jahr abgefallen. Das habe ich auf jeden Fall mehreren Beeten entdeckt. Dass da noch ordentlich was zu holen war, da habe ich eigentlich mit einer geringeren Ausbeute gerechnet. Schön, dass hier aussieht. Ich habe das ganze Gestänge hier weggemacht. Das war ja doch vom Wind stand das hier und war so richtig umgekippt. Und das ist ja hier so der Bereich, nicht nur Sitzbereich, sondern hier kommen die Goldruten. Das ist ein Bienenmagnet hoch 10, Insektenmagnet. Hier wächst auch einiges. Hier sieht man sogar jetzt die Lupine. Da werden sich die Hummeln wieder freuen. Da kommen so die ersten. Ich habe verschiedene Farben in meinem Garten, was hier so rauskommt. Ich glaube, letztes Jahr waren die ein bisschen unterdrückt. Die haben dann dieses Jahr ihr Jahr. Dann gibt es noch jede Menge Pflanzen, die da sonst so zwischen sind. Auch hier die Nachtkerzen und so. Oh, das wird eine ganz spannende Ecke. Die wollte ich ja mal sich selbst überlassen, dass sie sich irgendwie selber so ein bisschen durchwurschteln und verteilen. Ja, und hier am Rand habe ich auch eine Lupine. Ja, das dürfte dann lila werden. Da richtig spannend, was die Natur so drauf hat. Und das verändert sich ja die ganze Zeit. Ja, das ist das. Also dieses Jahr ist noch mal mehr intensiver, wie sich so die Pflanzen entwickeln. Die verschiedenen Stadien, also ist ja nun mein viertes Gartenjahr und im vierten Gartenjahr tut sich da echt ordentlich was. Es ist nochmal eine ganz neue, andere Wahrnehmung von dem Ganzen, als es irgendwie letztes Jahr war und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Ich denke mal, die Leute, die mich von Anfang an verfolgen, von Anfang an dabei sind. Ich hatte ja vor dem Gartenjahr nichts mit Gärtnern zu tun und hatte eigentlich auch nicht wirklich vor, hier jetzt groß Gemüse anzubauen. Und ihr könnt sehen, was daraus geworden ist.
Also eindeutig, Lars gehört der grüne Daumen, würde ich mal sagen, ganz frech. Ja, so, ich möchte euch eine Mär zeigen. Guckt doch mal. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ja, nochmal kleine Info. Ich habe hier überall noch Bohnen zwischen. Ich habe sie aber noch nicht gesehen, aber auch nicht wirklich gesucht. Mischkultur, Kartoffelbohnen, klappt super. Hier kommen auch die nächsten. Oh, jetzt gibt es ein kleines Lüftchen. So, hier ist ja so Erbsengeschichte. Wurden mir auch einige gemobst, kann man sehen. Da werde ich die Lücken nochmal füllen. Dann gibt es verschiedene Erntezeitpunkte. Ich finde das ja mittlerweile sehr gut. Man kennt das ja, man sieht aus, hat eigentlich so einen Erntezeitpunkt. Und durch diese Löcher habe ich dann verschiedene Erntezeitpunkte und muss nicht immer gleich alles abernten. Und habe dann einfach ein bisschen mehr Ruhe und kann nach und nach auch wegnaschen. Ich bin da eher so der Rohköstler als zu kochen. Aber ja, nee, nicht aber, sondern genau das ist der Punkt. Also für meinen Rhythmus ist es eine richtig, richtig gute Sache. Ja. Hier ist auch richtig schön was passiert. Ich habe einen schönen kleinen Zaun gebaut. Ja, Ranghilfe mal anders, würde ich sagen. Aber ich weiß, da draußen von euch gibt es viele, die das auch schon gemacht haben. Ich habe das auch irgendwo mal in den Kommentaren gelesen. Also hier haben wir die Erbsen. Ich hatte auch irgendwo mal eine Kapuzinerkresse zwischen, die ich leider erwischt habe. Ja, aber beim Thema Kapuzinerkresse, guck doch mal hier. Hier ist nämlich auch ein bisschen was passiert, bevor wir da rechts hinkommen. Hier haben wir eine Kapuzinerkresse, die wird immer größer. Hier vorne haben wir eine, dahinter wächst sogar jetzt noch eine. Auch hier haben wir noch eine. Toll. Und wenn ihr dann mal so zu meinem Finger guckt, da unten, die ist grüne da. Da haben wir nochmal Kapuzinerkresse. Also, die werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen im Garten verteilen. An der einen oder anderen Stelle werden noch mehr aufgehen. Bin auf jeden Fall super, super glücklich. Ja, und was können wir hier berichten? Knoblauch steht richtig gut da, sehe ich gerade. Richtig gut. Ja, ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Und hier, ganz wunderbar, durch das Platzschaffen bei Krautjäten, hat jetzt hier Möhrchen, Mangold und nochmal Möhrchen dann ein bisschen mehr, ja, Wachstum bekommen. Das kommt dem Ganzen sehr zugute. Das ist auch ein Bereich, der wird natürlich irgendwann gemulcht. Ich wollte jetzt gucken, dass das alles groß genug wird, damit dann auch überall Mulch hin kann. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Ja, so schaut das hier aus. Hinter mir habe ich, oder an der Seite habe ich gerade auch noch mal den Palmkohl versteckt. Sieht das nicht toll aus? Und nicht nur toll aus, sondern ist auch Futter für entsprechende Tiere. Was ist denn los? Sind heute die Insekten wieder ausgeflogen? Das hatte ich im letzten Video auch. Haben gerade Mittagspause. Stimmt, an der Uhrzeit habe ich das schon ganz oft gemerkt. Ja. So, und hier an der Ecke, ihr habt es vielleicht vorhin schon ein bisschen im Bild gesehen, da habe ich ein Blümchen. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Aber ich habe die Stelle hier so ein bisschen ausgelassen, weil ich finde die wunderschön. Oh. Das ist so ein Ding, da kommt die Kamera nicht ganz hinterher. Da haben wir so von den Farbgebungen her, es leuchtet schon ganz schön doll hier am Handy. Vielleicht ist es heute auch ganz gut, dass es nicht ganz so hell ist. Aber eigentlich geht das gerade sogar. Ich täusche mich ein bisschen. Also so geht das. Ja, eine richtig schöne Pflanze. Ja, hier hat sich überall dann nochmal, ja, ich wollte gerade sagen Mangold. Aber hier haben wir ganz klar eine Minze, ganz verschiedene Sorten, das könnt ihr schon sehen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche das alles waren. Es waren so Töpfe, die am Wegesrand standen, quasi von einem Restaurant hier bei uns im Husum. Und ja, diese kleinen Töpfe haben sich da mal breit gemacht, würde ich sagen. Richtig, richtig schön. Also Minze ist sowieso ein super, super Bienenmagnet. Kann ich jedem nur empfehlen, da auf jeden Fall was stehen zu lassen, auch wenn man es nicht aberntet oder so. Und im Idealfall hat man natürlich da noch irgendwie Tee draus gemacht oder was auch immer, womit sie halt eben reinpasst beim Essen machen. So, guckt euch das an. Auch dieses Beet ist fertig. Da haben wir einmal Tomate, 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 die Berner Rose. Dann haben wir hier den Roter Russe und schwarze Ananas. Und das, was ich so dazwischen gepackt habe als Mischkultur, ist der Rotkohl. Und der Rotkohl braucht dieses Jahr auf jeden Fall länger als die Tomaten. Und somit wird das hier an der Ecke auch nicht zu feucht. Bei den Tomaten ist es halt so, die mögen ja nicht so die Feuchtigkeit. Da habe ich auch letztes Jahr meine Erfahrung gemacht an anderer Stelle.
dass ich Salat und Tomaten zusammen hatte. Das war die da vorne, da wo was lief, da kommen wir da gleich nochmal hin. Und dann war das halt so, dass Salat und Tomate so dicht aufeinander waren, dass da natürlich dann nachher sehr viel Braunfäule entstand. Also kann man so einiges verhindern. Obwohl, war das jetzt die Ursache für Braunfäule? Oh, ich bin gerade noch nicht so... Ach, das lasse ich mal ein Tüdelchen stehen. Ihr wisst schon da draußen, was ich meine. Tut den Pflanzen nicht gut. Ja, kann man irgendwie besser schaffen. Dieses Jahr probiere ich das in dieser Kombination. Einfach mal ausprobieren. So, und direkt daneben haben wir nochmal drei Tomatenpflanzen, wobei ich nicht mehr ganz wusste, in welcher Reihenfolge ich die rein habe. Das wird man dann nachher sofort sehen. Aber mal so rein von der Logik her dachte ich mir, die Andenhorn wird die hellste sein. Green Zevra hatte ich ja schon. Mega Tomate, kann ich empfehlen. Black Crim ist bisher auch noch nicht durchgekommen. Da freue ich mich dann auch ganz besonders. So, und hier in dem Stück möchte ich einmal sagen, ich habe ja hier die Gründüngung weggemacht oder eingearbeitet. Und hier in dem Mittelstreifen, wo jetzt noch nichts zu sehen ist, da habe ich dann nochmal Porree. Und jetzt könnt ihr sogar schon die Aussaat beobachten, die ich gerade erst getätigt habe. Überall nochmal Eiszapfenradieschen. Echt toll. Na, habe ich zu viel versprochen? Ich würde sagen, jede Menge zu sehen, zu zeigen, zu entdecken. Und ich sage euch was, holt euch Pflanzengarten, eine Vielfalt. Es ist so, die Tierwelt, der geht es genauso wie uns. Ne? Wir wollen nicht irgendwie immer das Gleiche essen. Es gibt das Gleiche Vorgesetzte, sag ich mal. Sondern jeder hat so seine Lieblingssachen. Und so ist es bei den Tieren auch. Deswegen verschiedene Pflanzen, Vielfalt. Das alles ein bisschen vielfältiger gestalten. Lockt auf jeden Fall Tiere an. Und ich habe euch ja noch versprochen, dass es da ein Tier bei mir gibt, was zu mir gefunden hat, was ganz toll ist. Und ich möchte das noch nicht verraten. Da haben wir mal eine Wespe. So, somit könnt ihr sehen, der Bereich ist hier größtenteils fertig. Da wartet noch mal Beikrautjäten. Da stehen auch noch zwei Phacelias. Die Phacelia hatte ich ja hier. Habe ich dann eingearbeitet als Gründüngung. Ja, so sieht das aus. Ein paar lasse ich stehen. So, hier haben wir ja Erdbeerpflanzen, Knoblauch und was sonst noch da überall zwischen wachsen möchte. Das ist ja echt vielfältig. Wir haben noch überlegt, was das hier sein könnte. Vielleicht kann da jemand weiterhelfen. Diese kleinen Blüten, voll schön. Haben wir überall so ein bisschen zwischen. Ich hoffe ja dann dieses Jahr doch die ein oder andere Erdbeere zu bekommen, abzubekommen, dass die Wühlmäuse mir was übrig lassen. Ja, aber ich habe gerade was entdeckt, was mich ablenkt. Guck doch mal, das ist der Internatklee. Na, der blüht jetzt zu der Zeit. Es geht nämlich los. Und die nächsten Tage werden ja auch ganz besonders. Guckt euch diese Härchen an. Schön. Herrlich. Ja. Oh, hier ist richtig was los. So, bevor wir noch zu dem Tier kommen, was zu mir gefunden hat, es gibt noch weitaus mehr Tiere, die zu mir gefunden haben. Und ganz besonders freue ich mich, jetzt gucke ich gerade, weil hier so viel los ist, vielleicht ist sie dazwischen, die Kohlmeise. Ich habe letztes Jahr gesehen, denen ging es nicht gut. Waren irgendwie von Milben, ach, irgendwas war da, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bin das interessiert, der kann ja mal recherchieren. Aber wir haben hier die Kohlmeisen und die Kohlmeisen mögen Weide. Das ist eine richtig schöne Sache. Ja, und die sind recht spielerisch, also allein so das Verhalten auch ganz besonders zu beobachten und ja, eigentlich fast jedes Mal ist die Kohlmeise hier auch zu sehen, genauso wie Zaunkönig und ach, es ist so eine Freude. Das ist, ne, wie gesagt, das war hier vor 4 Jahren eine komplette Rasenfläche, nicht mal, ja, vor 4 Jahren war das definitiv noch nur eine Queckenfläche, zusammen mit einem Bunker und der Erde. Da hinten ist der Kartoffelbunker, von dem rede ich und ja. Wir haben gerade ein bisschen Zugverkehr, gehört dazu. Ich mache trotzdem mal weiter. Vielleicht ist es auch nicht so laut. Ja, hier habe ich auf jeden Fall eine Pflanze, die sich richtig ausbreitet. Oh, hatte da schon mal jemand in den Kommentaren geschrieben, wie die heißt? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin immer super dankbar, wenn jemand was über Pflanzen weiß, über die ich nichts weiß. Das kann ich dann über meine Videos nach und nach transportieren, beziehungsweise denjenigen, den es interessiert, der kann dann in den Kommentaren das finden, was ihn dann weiterbringt. So, hier stehe ich jetzt vor dem Beet, wo die Tomaten und der Salat drin waren, was ich gerade an anderer Stelle erzählt hatte, wo es zu feucht wurde und so weiter und so fort. Hier soll dann auch nochmal was rein und was ihr hier toll sehen könnt, Mann, der verfärbt sich ja dann auch. Die Ameisen haben das übrigens richtig gerne. Ja. Die Reste vom Rhabarber. Dem Rhabarber, den man hier weggeholt hat.
Wir haben ein bisschen geerntet. Und zwar habe ich mir meine Ernte mit dem Sven geteilt. Und der hat einen Rhabarberkuchen gemacht. Ich bin ja sonst nicht so Kuchenfan, Kekse und all solche Sachen. Aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich durfte nämlich, er hatte schon mal einen Rhabarberkuchen gemacht und dann aus dem Supermarkt den Rhabarber und auch gute Qualität und so weiter. Ja, aber dann kam der hier und dann hat er ganz schön abgestunken. Also das kann ich nur empfehlen aus dem eigenen Garten. Klar, ist diese Kopfkomponente generell da, aber ich denke schon, dass ich das ein bisschen ausgeblendet habe und das schon durch das Mal davor dann irgendwie vergleichen konnte. Und dieser Rhabarber-Geschmack, boah, echt lecker, vor allen Dingen, wenn ihr mal guckt. Ich fand den ganz besonders, weil der gar nicht so rot ist unten überall. Also es ist quasi ein grüner irgendwie, hat aber auch mal rote Stellen. Geh da noch mal näher ran, dann könnt ihr das sehen. Da, also rot gibt schon. Und auch beim Ernten war das so, dass das ein oder andere, das roch schon richtig gut. Oh, so eine richtig schöne Süße. Ja. So, hier haben wir Brennnesseln. Sieht so aus, als ob man die wohl bald mal erntet. Na, wird Tee draus gemacht, Jauche draus gemacht. Ach so, eins habe ich vergessen. Ich durfte feststellen, ich habe das letztens im Video gesagt, 200 Gramm Brennnesseln getrocknet kosten 4 Euro, gute. Und das stimmt gar nicht, das waren 50 Gramm. Also für 50 Gramm getrocknete Brennnesseln bezahlt man 4 Euro. Guck mal, was ich für tolle Sachen hier im Garten habe. Da muss ich nicht einkaufen gehen. Ja, das bringt dann so den Ausgleich. Ich bin unglaublich dankbar, den Garten zu haben. Wow, der Beinwerk, guck mal, wie er abgeht. Das wird nachher auch ein richtig krasser Bienenmagnet. Jetzt wird es wärmer, ich denke, das wird hier dann auch voller und werde euch bald zeigen können, wie die Insekten hier bei mir im Garten abgehen. Ja, Blüte wird größer vom Rhabarber, den haue ich euch nochmal raus. Und ich würde sagen, wir tingeln jetzt mal weiter, denn ich habe ja gerade mal ein Viertel abgefrühstückt. Und was könnte ich euch erzählen in der Zeit? Ich gucke gerade mal. Achso, das war ein anderer Gedanke. Das ist Lars. Der hat dann gerade mal kurz ein anderes Thema gehabt. Ich habe mich gerade noch mit dem Beinwell beschäftigt. Weil er hat mich beschäftigt. Das ist der gleiche da wie da. Und das ist er. Somit hat sich das erledigt. Aber wenn ich dann hier schon mal stehe, dann kann ich euch doch mal gleich kraxelnderweise zeigen, wie es um die Bananenpflanze steht. Und die mag das wohl sehr gerne mit dem ganzen, ja, mit dem ganzen Laub, was sich hier verkompostiert. Das war ja so der Wärmeschutz für die Pflanze. Und wir haben tatsächlich sogar noch einen zweiten Trieb hier entdeckt. Tolle Sache, Beinwell macht sich überall breit. Den hatte ich gerade gesehen, der mich abgelenkt hat. Und ja, hier die Pflanze. Ja, ich dachte, die wird gar nichts für mich, aber ich finde sie mittlerweile echt super, super schön. Ist schon spannend. Ja. Oh, ist ja auch mal ein schöner Ausblick hier. Ich müsste euch mal höher stellen. Das dürfte für euch doch schon ganz spannend aussehen, mal eine ganz andere Sicht. Ach, dieser Weitwinkel schockt schon, da kriegt man viel mehr drauf. Gibt noch mehr, ich mache einmal rundum für euch. Ich hoffe, die Qualität ist gut genug und die wackelt nicht zu doll. Ihr seid gerade an einer langen Stange. Jetzt kommen ein bisschen Pflanzen in den Weg. So. So. So, tingeln wir mal wieder runter. Oh. Mein Knie ist übrigens ein bisschen besser geworden, auch wenn mir das noch sehr zu schaffen macht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ich hatte hier irgendwas mit den Bändern. Ja, ist so wie das ist. Oh, ist das schön. Herrlich. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Erstmal hier durch den Urwald, was sich hier so selber breit macht, ohne dass man was macht. Ne, das ist so ein Beet, was ich eigentlich noch machen wollte. Hier sollen auf jeden Fall noch Tomaten rein, das ist auf jeden Fall noch dran. Ich habe noch Pflänzchen, ist übrigens noch nicht zu spät, geht noch alles. Und hier auch ein Wildkraut, der Wiesenknopf, gut vertreten. Ich denke, der ein oder andere kennt das Pflänzchen auch. Es gibt so eine berühmte grüne Soße oder so und da ist das ein Bestandteil von. Wiesenknopf, auch Pimpinelle genannt. Ja. So, hier laufe ich rum. Ich habe übrigens Bokashi eingearbeitet. Ich hatte noch zwei Gläser mit ein bisschen Inhalt. Habe auch mit effektiven Mikroorganismen dann wieder meinen Grasmulchschnitt begossen. Und Bokashi ist hier reingekommen. Ihr könnt das so ein bisschen sehen, dass hier vorne ein bisschen rumgehakt wurde. Oder hier, ne, in dem Bereich, da so. Dann da so, da in der Mitte. Und dann nochmal da.
da so. Da habe ich Bokashi eingearbeitet. Das wird ein Wurmfest gewesen sein. Apropos Wurm, ihr seid wahrscheinlich immer noch gespannt oder der ein oder andere ist gespannt, was denn nun für ein Tier da bei mir im Garten gefunden hat. Und ich denke mal, das nehme ich mal jetzt als Anlass, darauf einzugehen. Denn, also ich hatte meine Handykamera nicht mit und so und ich war auch ganz froh, weil es war eine schöne Zeit mit diesem Tier. Ich zeige euch erstmal, wo ich das Tier gefunden habe. Und zwar hier vorne, an dieser Stelle, hatte ich so einen Topfträger stehen. Und darunter hatte sich hier was versteckt. Ja, als ich das hochnahm, guckte ich dann erstmal und ja, und das, was ich gesehen habe, ich versuche mal irgendwie, wenn ich zu Hause bin, da noch ein Foto für zu finden, damit ihr auch ein Bild dazu habt. Müsste eigentlich auffindbar sein, dann habt ihr das jetzt vor euch. Und dieses kleine süße Schneckchen, auch Tigerschnegel genannt, ist ein Mega-Nützling im Garten. Auch wenn das jetzt nur ein Tier war, hat dieses Tier die besondere Eigenschaft, sich um andere Schnecken zu kümmern. Das heißt, ein bisschen Ausgleich zu schaffen in der Natur. Und das war jetzt ein Exemplar, es war auch ziemlich klein, aber eindeutig ein Tigerschnegel. Ich hatte das Tier auch hier so auf dem Finger und kroch auf mir. Und Mann, die sind richtig schnell. Also die Tigerschnegel ganz besonders. Ich habe mir auch erzählen lassen, oder durch meine Recherche im Internet, ich bin ja kein Fachmann, ich hole mir das dann so ran. Ja, und dort durfte ich über den Tigerschnegel lesen, dass er ein Revierverteidiger ist, sprich, wenn es jetzt eine Dürrezeit gibt und es wenige Schattenplätze gibt, feuchte Plätze gibt, dann verdrängt er andere Schnecken und bekämpft die und greift die an. Der kümmert sich und ist da natürlich sehr aktionsreich, wenn es dann so weit kommt. Und die Schnelligkeit dieser Schnecke durfte ich dann ja auch beobachten. So, und bevor da draußen jemand sagt, oh, die müssen ja auch in Schatten, die müssen feucht gehalten werden und so weiter, das war mir bewusst, deswegen habe ich das Tier nun auch nicht gequält und mich auch gekümmert. Und ich fand das ganz schön, das Tier da zu finden, ohne es irgendwie aus Versehen zu töten. Ja, und habe ihm dann nachher mit irgendwelchen Knabbereien, ich glaube Palmkohle habe ich geschnappt, Salat, irgendwelche kleinen Sachen, dann habe ich ihn an einer anderen Stelle ausgelassen, weil hier vorne war ich aktiv und sollte auf jeden Fall am Leben bleiben. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt, wir zwei, und haben uns auf Anhieb verstanden, das läuft. So, ach ja, wo machen wir denn weiter? Ich weiß das gar nicht. Hier ist so viel passiert, ich sage euch das ja. Ach Mensch. Ja, das ist, ja, einfach mal los, damit ich jetzt nicht irgendwie groß Zeit verplemper, die gerade sehr wertvoll ist. Ich weiß, der ein oder andere tut sich schwer mit der Länge meiner Videos mittlerweile, aber es liegt mir einfach mehr und bei mir geht es auch darum, der Natur ein bisschen näher zu kommen. Mir ist natürlich noch viel lieber, dass ihr meine Videos ausmacht, selber in die Natur geht. Das ist mir noch viel wichtiger. Also wer an dieser Stelle sagt so, oh, wäre auch gut, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder mal rausgehe oder so, macht das bitte, guckt mich nicht weiter. Das wäre mir das Herzensanliegen überhaupt. Ja, aber nichtsdestotrotz, zum Thema zurück, die Länge kommt auch zustande. Weil ich einfach, man kann in der Kürze der Würze einem nichts näher bringen, was so viel mehr Weite hat, wenn man es achtsam betrachtet, dem Ganzen mehr Zeit gibt. Ist natürlich auch bei mir, sage ich mal, ablenkungsmäßig auch ein Unterhaltungsfaktor. Aber ich denke, der ein oder andere da draußen weiß schon, was ich meine. Natur ist so erfrischend, so heilend, ist was Gutes und das kann ich einfach jedem nur empfehlen. Das ist einer meiner Hauptantriebe hier auf meinem Kanal. So. Und zurück zu der Geschichte. Hier warten ja noch ein paar Beete und dafür schnappe ich mir jetzt wieder die Kamera und gehe mal von links nach rechts diesmal. Also hier vorne die Sachen kennt ihr ja schon. Nur mal so die Größenverhältnisse, wie das jetzt gerade alles so aussieht. Und nur hier vorne habe ich einen Grünkohl eingepflanzt, wobei ich nicht weiß, ob der so durchkommt. Der Mais ist wunderbar weit gekommen. Spinat und Radieschen geben Gas. Ja, erntemäßig kann man hier echt zufrieden sein. Hier kommen die ersten Kartoffeln. Da haben wir eine rote Emily, übrigens hier noch. Kapuzinerkresse habe ich davon auch noch. Ach, da hinten ist noch eine. Ja, und die Kartoffeln kommen jetzt hier raus. Rote Emily, kann ich empfehlen. Super, super, super lecker. Ja, ach herrlich. Ja, ich bin so froh hier zu sein. Da nehme ich kann so viel Kraft tanken hier. Es nimmt so viel. Ach, so schön. Ja.
Ja, weiter geht's. Hier haben wir, da haben wir noch die Erbsen, die ersten sind rausgekommen, aber ich weiß nicht, ob da auch was weggenascht wurde, ob die Keimraten doof waren, was weiß ich. Und hier war ja letztens noch alles voller Gras, da war der Floh bei, anfangs habe ich ihm hier vorne noch geholfen, ja, und er hat hier auch noch jede Menge Schafswolle rausgeholt, auch hier hinter mir, ja, das war von mir, von der anderen Seite. Und das ganze Blühwiesenstück gibt auch richtig Gas. Ich habe noch jede Menge Sachen zwischengepflanzt. Die Distel aus dem ersten Beet mit den Tomaten, was ich euch gezeigt habe, ist hier gelandet. Das habe ich ja im letzten Video besprochen. Ja, Bäumchen, 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 sieht echt alles toll aus, finde ich. So, das Geschichtchen wird spannend. Übrigens, Leute, stellt euch Insektentränken in den Garten, genauso wie Steinpyramiden. Alles Lebensraum für Tiere, so kriegt ihr die Tiere bei euch rein. Vielleicht mache ich den auf und finde dann ganz viele Tigerschnägel, wer weiß. Kühle, feuchte Plätze sind da auf jeden Fall genug. So, hinter mir haben wir das Indianerbeet. Und ihr könnt sehen, die ganzen kleinen grünen Stellen, das sind Sonnenblumen. Die wollten hier auch sein. Die werde ich auch noch irgendwie irgendwo verteilen nachher. Dann haben wir hier noch, ja, Kohlrabi Azurstar, der voll gekommen ist. Den Superschmelz. Hier war Blumenkohlreihe, da war nicht wirklich gutes Saatgut zwischen. Das war noch ein Versuch. Bei Brokkoli ist noch gar nichts zu sehen. Beim Brokkoli könnte ich mir gut vorstellen, dass die Keimtemperaturen dann jetzt die Woche erreicht werden, wenn die Temperaturen hochgehen. Ui, jetzt wird mir gerade ein bisschen schwindelig. Bin ich zu schnell hochgekommen. Das kann ich im Moment nicht so ab. Auch dieses Wechselwetter. Ja. Ja. Und noch nicht genug im Magen heute. Ich soll auf jeden Fall nach dem Video mal ordentlich reinhauen und was essen. Ja. Ach, schön. So, oh, da vorne kann ich euch noch was zeigen. So, und zwar hier, ich weiß nicht, was hier alles wächst. Sind das auch Sonnenblumen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was das wird, nee, das ist keine Sonnenblume, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Königskerze nachher zu tun hat oder so. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Sonnenblumen zwischen. Ich habe auch noch auf jeden Fall welche reingesteckt. Das habe ich auch schon gezeigt. Im letzten Video, so sieht das gerade aus. Vergiss nicht, steht richtig gut da. Und oh, die sind so plüschig hier. Die fühlen sich so gut an. Ah, ich mag dieses näher rangehen auf jeden Fall immer sehr gerne, weil so viel zu entdecken ist. Ja, vergiss mal nicht. Oh, da vorne kommt irgendwas. Was ist denn das? Was ist denn das? Kommst du her? Spannend. Okay. Manchmal vergesse ich ja, ob ich da selbst was reingepackt habe, aber nee, da doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. So, und dann möchte ich euch noch den echten Bärenklau zeigen. Der fängt zu dieser Zeit genau so an. Auch ein mega schönes Muster. Wow. Also ich finde, was die Natur da wieder drauf hat. Ja. Und wisst ihr, was mir da einfällt? Heute lösen wir das Rätsel mit dem Luftholen, Lars. Ich laufe da erstmal hin. Und zwar hier, nicht der Apfelbaum. Erstmal wurde mir hier ein Kohlrabi gemobst. Da die Geschichte. Die anderen beiden sind noch da. Lemon Cream wird immer größer. So, Schöllkraut oder Akelei? Schöllkraut oder Akelei? Schöllkraut oder Akelei? Was haben wir hier? Und der Gewinner ist die Akelei. Und ich finde eine wunderschöne Pflanze und Farbe. Ja, und da wird es noch einiges zu entdecken geben. Ja. Die anderen Pflanzen sind auch da. Die Luffergurke. Naja, sie hat ein Blättchen gekriegt. Das ist die weiteste Pflanze, die ich jetzt in meinem Garten so hatte, à la Luffergurke. Jo, hat alles noch so seine Zeit. Hm? So, hier gehen wir mal weiter und hier ist gleich vorne das nächste, das Meer aus. Ach, das ist so schön. Postelein, Portulak. Jetzt geht's an Schnibbeln. Guck mal, das ist alles Salat, alles vor der Bar, richtig gut. Da haben wir noch Zwiebeln zwischen. Irgendwo versteckt sich noch Petersilie da ganz unten. Oh, richtig ganz unten. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Das ist ja wie so ein Handschmeichler. Hm. Ja, das ist mega gut. Also, ne? Ja. So, hier habe ich ja Fraß gehabt von den Tieren und das ist hier alles so über. Kann sich noch holen, wer sich was holen möchte.
Und ansonsten geht das Beet, was Spinat und Radieschen angeht, dem Ende zu. Also Radieschen war ja schon lange Ende. Ich denke, damit werde ich dann auch den Bokashi ansetzen, euch zeigen, wie man Bokashi macht. Das ist ja eine Sache, die ich schon einmal länger auf meinem Zettel habe. Also ich weiß, was ich in meinen Videos sage, was ich vorhabe. Und in der Regel ist das so, das, was ich mir vorgenommen habe, kommt irgendwann. Manchmal dauert das 1-2 Jahre, aber es kommt dann irgendwann. Und andere Sachen, die können dann halt nichts werden, weil die Umstände einfach andere sind. Ne? Also bei dem Humushüter-Thema, liebe Anja, falls du zusiehst, da müssen wir vielleicht nochmal schnacken. Ich weiß nicht, ob ich das noch so machen möchte. Mein Kanal hat sich in dieser Hinsicht auch ein bisschen verändert. Man findet so seinen Weg auf YouTube mit seinem Kanal. Es ist nicht durchgehend gleich und der Entwicklungsprozess ist ja in jeglicher Hinsicht was Schönes. Und ja, wenn ich euch irgendwie dran teilhaben lassen kann, wie die Dinge so laufen und ihr da für euch was rausziehen könnt, dann ist es doch eine wunderbare Sache. So, wir tingeln jetzt hier nochmal hin. Hier haben wir, habe ich nochmal eine schwarze Tomate von Herbert. Alle anderen sind ja eingegangen. Hier haben wir noch den deutschen Fleiß, der hat richtig Gas gegeben. Da hinten haben wir noch eine rote Tomate von Herbert. Da war Luffa tot. Nichts mehr. Ein Salat gibt Gas. Ja, tut sich was. Da. Und was entdecke ich hier im Rand? Guck mal, noch eine Kapuzinerkresse. Vielleicht kommen da noch mehr. Das Ganze mit der Kapuzinerkresse ist auch wieder ein super, super Beispiel, dass man die Sachen sich selbst aussehen lassen kann. Genauso wie mit dem Portulackbeet, also Posteline. Und ja. Das macht so alles seinen Weg und dann kann man die Pflänzchen umpflanzen im Garten, braucht diesen ganzen Anzuchtstress gar nicht. Allein das, was ich dieses Jahr in den Beeten mache, das werde ich auf jeden Fall so weitermachen, ist eine Erleichterung. Ich brauche diesen ganzen Stress nicht, möglichst einfach durchkommen. Ja, und jetzt muss ich feststellen, hier hinten ist es gerade so schön. Das sieht ja so bei mir aus. Das hier hinten zeige ich nicht oft, ist ja auch so ein bisschen Privatsphären-Error. Ja, aber Hängematten haben wir da, ne, Schaukel. Ja, da oben nisten die Meisen, schon oft erwähnt. Und hier vorne kann ich noch was zeigen. Der Bärlauch geht in die Blüte. Also, ne, Blödsinn, Blüte war ja schon, das seht ihr dann rechts noch. Oder ist noch. Aber jetzt kommt das Saatgut und der wird sich hier verteilen. Aber ich habe auch noch ein paar Pflänzchen gekriegt, die ich hier auch noch so reingebracht habe. Da könnt ihr das sehen. Ich werde es nicht näher ran, das ist ein bisschen weit weg von mir. Hier läuft man doch schon ein bisschen Gefahr wegen Zecken und so. Ja, ich bin da ja. Ja, so, hier ist noch der echte Ehrenpreis. So, aber ich will jetzt an eine Stelle kommen, wo eine richtig schöne Akelei wächst. Hier haben wir eine lila Variante. Richtig schön. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Farbe ich letztes Jahr alle hatte. Die war auf jeden Fall auch dabei, sonst wäre sie jetzt nicht hier. Und wir tingeln mal noch weiter. Ah, hier kommt eine lilane. Tada. Ach, schön. Und hier haben wir noch eine. Ja, es macht sich langsam. Auf dem Weg da vorne, also hier beim Sitzplatz, eine Pflanze gefunden, die wollte ich nun nicht irgendwie wegmachen. Die ist hier reingekommen. Wenn jemand weiß, was das ist, immer her damit. Das würde mich nochmal interessieren. Ich kriege auch ganz oft gesagt, da muss man näher rangehen. Das muss man nochmal sehen. Das versuche ich hiermit mal zur Aufklärung beizutragen. Da kommt auch so Blütenkram. Ja. So sieht das aus. Ach ja, was sagt ihr Lieben? Sollen wir mal gut sein lassen für heute und den Rest dann ja, der Vorfreude überlassen, da irgendwie noch ja, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Nächstes Mal halt oder übernächstes Mal oder übernächstes Mal zeigen in dem Stadion, wie es auch irgendwie ist. So, ich tinge hier nochmal an einer Stelle lang, denn hier ist es auch ein bisschen freier geworden. Ich habe hier noch ein Podest. Mit Weide drumrum. Zip. Da sind wir auf der anderen Seite von der Bananenpflanze. Alles, was hier liegt, ist übrigens Material vom Einpacken aus dem Winter. Ja, hier ist überall ein bisschen frei geworden. Teil hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt, aber hier ist auf jeden Fall mehr passiert. Ach so. Hier ist übrigens der Platz, wo ich Brennnesseljauche herstelle. Das haben wir hier noch überall. Ja, richtig schön. Hier haben wir noch das Hirtentäscherl mit den echt, also wenn das, die Natur muss uns ja auch mal, ne, guck doch mal, Herzblätter, wie schön. Die kann man essen im Salat, ist ein bisschen nussig, aufwendiger zu ernten, also jetzt die Blätter. Aber ja, ich weiß nicht, ob man da noch mehr verwerten kann, habe ich gerade keine Informationen zu.
Ja. Macht euch generell immer bitte selber schlau. Ich bin Hobbygärtner. Wie soll ich mich denn bezeichnen? Also ich habe einfach das, was uns allen genetisch im Blute liegt, verfolgt. Und das, was ich so herausfinde, teile ich mit euch. Aber ich bin kein Fachmann in dieser Hinsicht. Bitte übernehmt da immer Eigenverantwortung. Das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Jo, guck mal. Ach, herrlich. Gehen wir noch mal raus. Ach, wie schön das hier aussieht. Das, was hier liegt, ist noch das, der Aufbau von den Tomatengeschichten letztes Jahr. Ja. Eine Wühlmaus lief da gerade, wie süß. Komm mit da. Oh, habt ihr die gesehen? Ja, ne, die war noch drauf. Ach, schön. Ja. Leben in der Bude. Also ich habe kein Problem mit Wühlmäusen. Läuft. Das Geschichtchen hier, kann ich euch sagen, es wird auch immer mehr besucht. Habe ich, glaube ich, auch im letzten Video schon erwähnt. Da ist es so der Ausgleich. Wer Wühlmausprobleme hat, sucht euch Plätze, wo vielleicht so eine Greifenstange hin kann. Das Ding bei mir ist etwa 4-5 Meter hoch. Geht auch kleiner, geht auch größer. Ja. Wo war da denn noch? Da konnte ich jetzt nicht sehen. Jo. So, mit der Greifenstange war ich durch und dann habe ich Gartenbesuch gekriegt. War ganz neugierig auf den Garten, habe dann da noch einen sehr netten Austausch gehabt. Musste so zum Schluss leider bitten, dass ich weitermachen kann, denn mein Akku ist so wenig noch. Und ich hoffe, das Ding geht jetzt auch durch. Sowohl hier mit meinem Mikro, bzw. Diktiergerät, mit dem alten, als gleich hier. Ich kann ja nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt? Machen wir Ende Gelände? Ja, würde ich sagen. Also, für alle da draußen, die vielleicht ganz frisch zu mir gestoßen sind, ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleibt. Des Weiteren vielen Dank fürs Zusehen an alle da draußen, die bis hierher gekommen sind. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Sonntag. Ich hoffe, bei euch wird das auch so wie hier bei uns. Bei uns gibt es richtig, richtig schöne Zeit, die auf uns wartet. War auch lange noch so kalt und darf sich ja gerne mal entwickeln. So, ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Lars und weg. Oh, jetzt fällt mir mal was ein und das ist für den, der gefragt hat. Jemand hat gefragt, was ich für ein Mikro benutze. Und bevor ich da lange schreibe, findest du das in meinem Video. Ja, also das nicht. Da. Jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt. Das ist ein anderer Kanal gewesen. Hier, so, da. Dörr. Ein Mikrofon von Dörr. Also das Mikro finde ich auch echt top. Das Diktiergerät ist richtig schlecht. Also da habe ich mich richtig schlecht beraten lassen. Ich hatte keine Ahnung von den Dingern, bin losgegangen. Ich unterstütze immer regional und wurde so schlecht beraten. Die haben mir ihr beschissenes letztes Gerät angedreht, wurden Ladenhüter. Ja, aber ich würde sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Ich muss leider auf ein paar Sachen achten. Ich darf nicht zu laut werden, dann wird es schranzig und der Ton wird unklar. Ja, das ist dieses kleine Ding hier. So nie. Ja. So, jetzt haben wir das zusammen und der Akku sieht sogar noch gut aus. Hätte sogar doch noch ein bisschen gereicht. Der war eigentlich schon mal am Blinken letztes Mal. Irgendwie komisch. Das ist ja, der taugt einfach nichts. Kann ich von abraten, wirklich. Aber Mikro ist top. Also das macht einen guten Eindruck. Und auch akkumäßig hält das richtig lange. Kann ich da nochmal weitergeben. So, jetzt reicht das. Ich bin raus und weg.